Der Bademeister eines Hallenbades alarmiert jetzt Ilka Fischer und Moritz Breuer. Ein Randalierer ist außer Rand und Band und kann nicht zur Raison gebracht werden. Hallo. Ach, gut, dass Sie da sind. Sie hat angerufen. Ja. Ein Augenblick. Wer sind Sie denn? Ich bin der Bademeister. Ja, das dachte ich mir schon fast. Herr Kunze. Ja. Wunderbar, worum geht's denn? Ach, wir haben hinten einen Betrunkenen, der randaliert. Ja, dann gehen wir mal weiter. Okay. Der hat auch Hausverbot. Ah, okay. Ich hab den letzte Woche schon aus dem Bad geschmissen. Okay. Wollen Sie das strafrechtlich verfolgen? Ja, okay. Hier vorne im Außenbereich. Auf Sie hört er nicht, reagiert nicht. Also wenn Sie sagen, er hat Hausverbot. Er ist total aggressiv. Total aggressiv, ja. Und hat auch Alkohol getrunken. Also wirkt auf jeden Fall alkoholisiert. Ja. Er ist alkoholisiert und aggressiv. Das ist okay. Der Herr? Ja, genau. Wie gesagt, Hausverbot schon ausgesprochen worden. Letzte Woche schon, aber... Okay. Guten Tag. Bleiben Sie einmal... Hey! Geht's noch? Hey. So, kommen Sie mal rein. Was ist los? Kommen Sie mal her. Ja. Was ist los? So, Anna, hier ist eine Bierflasche, gehen wir woanders hin. Hey, was ist gut. Denn? Was soll denn das? Ja, so, was soll das? So, einmal das Ding aus der Hand und hier hinsetzen. Was? Und einen Ausweis raus. Hab ich jetzt nicht bei, wa? Was wollt ihr von mir? Wo ist Ihre Tasche? Die ist eingeschlossen, würde ich mal so sagen. So, gut. Guten Tag erstmal, Breuer Polizei Köln. Ja, uns schön. Ist hier zu Ohren gekommen, dass Sie hier rumrandalieren. Und ich habe Sie jetzt gerade auch mit eigenen Augen beobachtet. Was fällt Ihnen ein, hier die Liege ins Becken zu werfen? Ja, die ist, bei die Ihnen ist richtig geworden. Ganz einfach. Alles okay? Aus. Was wollt ihr von mir? Was soll das nichts denn? Passiert. Ja, wie, was wie viel haben Sie getrunken heute schon? Ach. Also die Flasche ist von Ihnen, oder? Gehe ich von aus. Ja, schon. Sie haben schon, Sie haben schon gesehen, dass jemand im Becken drin war? Ne? Dass Sie da die Liege reinschmeißen? Ja, kann passieren. Nee, kann eben nicht passieren. Erstens tut man das nicht, liegen irgendwo in den Pool schmeißen und wenn da Leute dabei sind, wie gesagt, dann kriegt derjenige das noch vom Kopf. Die war doch schon längst draußen, also da. Nee, sicher so, jetzt reden Sie mal keinen Unsinn, das gefällt mir ganz und gar nicht. Erstmal, wie heißen Sie? Ingo. Nachnamen haben Sie auch? Ja, kann ich Ihnen gleich mal einen Ausweis zeigen. Warten Sie. Ich, müssen wir nur hochgehen, ja, weil holen ich ihn. Wir holen Ihnen gleich. Ich möchte aber jetzt vorab einmal Ihren Namen haben. Sie werden ihn noch können, oder? Das traue ich Ihnen schon noch zu. Nö, können Sie nicht mehr. Nicht, ne? Unkooperativer geht's nicht. Doch die verbalen Ausfälle sollen nicht die einzige Straftat des jungen Mannes bleiben. So, an wem gehört die? Wessen Brille ist das? Das ist ihre. Nein, das ist meine. Was ist los? Lag da rum. Wo kommt die denn her? Die lag da drum, hast du vergessen. Wie vergessen? Die haben sie mir einfach geklaut. Quatsch. Habe ich gar nicht nötig. Ich habe meine vergessen gehabt. Nee, die haben sie mir einfach genommen. Ich denke, ich kann doch nicht meine Brille nehmen. Da steht doch nicht. Wir haben ja jetzt gerade schon gesehen, wie er drauf ist. Ne? Ja, nehmen das ist sie, meine. Nehmen Sie sie zurück, dann. Bleiben Sie hier noch einen Moment greifbar, wir fahren her nochmal und dann kommen wir gleich nochmal auf Sie. Wir müssen jetzt erstmal feststellen, was das für jemand hier ist, wie der Name hier ist. So, Herr Ingo, nochmal letzte Chance. Wie heißen Sie? Roland Ingo. Roland ist der Familienname. Ja, sind Sie jetzt zufrieden? Endlich willigt der Randalierer ein, in den Umkleidekabinen seinen Personalausweis zu holen. Dort stellt sich heraus, dass eine weitere Frau Opfer eines dreisten Diebstahls geworden ist. Wo müssen wir hin? Was denn? Meine Wertsachen wurden geklaut. Es waren sehr wichtige Sachen drin. Und ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Da, Anna. Genau. Ich gehe gerade mal gucken. Ja, scheint die Dame umkleidet zu sein. Spannend. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Ja, wir sind ja jetzt gerade hier. Dann passt das schon. Wo ist hier Spind? Hier vorne. Lisa. Als ich reinkam, wo war das schon hier? Aber ist ja nichts mehr drin. Also nicht nur Wertsachen, ist ja gar nichts mehr drin. Ja, alles. Haben Sie auch Kleidung, hatten Sie auch dabei, nehme ich mal an. Also okay. Meine Kleidung ist zwar hier, aber meine ganzen Wertsachen sind auf einmal weg. Was war das? Also mein Portemonnaie, mein Schlüssel und mein Auto. Schlüssel. Autoschlüssel, okay. Die wichtigsten. Und den Schlüssel mit dem Armband hatten Sie an sich? Hatten Sie es am Arm oder am Bein oder wo hatten Sie es? Oder lag der irgendwo, dass ihn jemand hätte benutzen können? Ich war zwar hier gewesen, habe meine Sachen eingeschlossen, dann war ich wieder unten, geschwommen und danach eineinhalb Stunden später habe ich mir schon gedacht, oh nein, meine Spinnschlüssel ist nicht mehr da. Haben Sie was beobachtet? War hier jemand? Ich habe gar nichts gesehen, also. Sie haben nichts gesehen? Nee, und meine Sachen sind auch noch da, also. Ja. Und Schlüssel und alles. Alles klar. Ob das Zufall ist oder ob es jemand gezielt auf die Wertsachen der Bestohlenen abgesehen hatte, will Ilka Fischer jetzt herausfinden. Als sie ihren Kollegen Moritz Breuer informiert, überschlagen sich die Ereignisse. Okay, wir haben jetzt hier einmal den geöffneten Spind. Entschuldigung, ja. Mein Schlüssel ist weg.
Aus der Tasche aus? Aus der Tasche. Okay, da war auch Ihre Taucherbrille eben drin, oder was? Da war auch meine Taucherbrille drin, alles weg. Dann müssen wir bei ihm gleich nochmal am Schlüssel gucken. Ich kann nicht an mein Spend. Okay. Ich habe keine Tasche. Wo soll ich das denn haben? Also, Sie sind ja geil. Ja, das muss ja irgendwo sein. Ja, aber ich kann es doch nicht haben. Okay. Ich habe keine Taschen. Ja, das, aber irgendwo muss es ja, ja sein. Das war ja alles da. Sagen Sie ja, mir mal die genau. Spindnummer. Wir gehen mal zum Spind. Weiß ich jetzt nicht, ob Sie. Junge Dame, würden Sie einmal stehen bleiben? Vielleicht können Sie was zu der Sache sagen. Was? Moment, das sind doch meine Anziehsachen. Kommen Sie mal zurück, bitte. Nee. Doch, Sie haben kommen jetzt mal zu mir zurück. Geht's noch? Ja, geht noch. Mir geht's ganz gut. Das gehen Sie mal zurück. Gehen Sie mal zurück, bitte. Was wollen Sie denn von mir? Das sind meine Anziehsachen, meine Schuhe. Nee. Die scheinen Ihnen auch nicht besonders gut zu passen, die Schuhe. Schauen Sie mal. Ich bin die noch am Einlaufen. Nein, das sind meine Schuhe. Ungefähr zwei Schuhnummern größer. Nee, ist meine Kleidung. Nein, das sind meine Schuhe. Das ist auch mein Rock und meine Bluse. Die Dame hat meine Sachen an. Entschuldigung, aber das. Junge Dame, ich hätte gerne einmal von Ihnen Ausweis. Ich gucke jetzt einmal hier in die Tasche. Den habe ich nicht mit. Den haben Sie nicht mit. Wie heißen Sie denn? Cindy. Mit Nachnamen? Haben alle Menschen heute nur einen Vornamen oder was? Cindy Pesch ist mein Name. Cindy Pesch, okay. Okay, guck stehen mal hier. Sie in irgendeiner Verbindung mit dem Herrn? Ich sehe da gerade so ein galantes Oberarm-Tattoo bei dem. Nee. Wer soll das denn sein? Den habe ich noch nie gesehen. Ja, kann ja sein. Ich meine, da steht die ungefähr Cindy auf seinem Oberarm. Ja, Cindy heißen viele. Das ist Zufall, ne? Also, ich kenne den Mann nicht. Ich kann ja gerne mal die Schuhe anziehen, dann sehen Sie, dass das meine ja, sind. Also mir das möchte ich eigentlich nicht. Doch, mal, doch, doch das Schlüssel. Sind meine Kleidung. Gehört ja, hier ein Schwimmbad? Doch, das sind ja. Meine Sachen. Das sind meine Sachen. Das sind Ihre Sachen? Mein Handy, mein Portemonnaie. Darf ich da einmal reinschauen? Ja, das können Sie machen. Okay, tatsächlich. Ist Ihr Ausweis drin? Genau. So, was sagen Sie denn dazu? Also zumindest das Portemonnaie und Handy, vielleicht noch weitere Sachen. Nehmen Sie mal bitte den Schlüssel an sich. Kommt die näher? Bekannt vor, der sieht anders ja, aus als der. Ja. Der ist unten von die den Wertschließfächern. Welcher? Von den Wertschließfächern. Der hier, ja, den Sie genannt ja. haben. Der ist unten von den Wertschließfächern. Das Tattoo lässt darauf schließen, dass es zwischen dem Randalierer und der jungen Frau eine Verbindung gibt. Vorher wollen die Beamten allerdings ermitteln, was sich in den kleineren Schließfächern im Badebereich verbirgt. Oh, noch eine ganze Ladung mehr. Portemonnaies, Handys. Mal gucken. Man kann sich leider nie ganz davon freimachen, dass man, wenn man quasi ein Bad besucht oder ein Freibad besucht, nicht unter Umständen Opfer eines Diebstahls wird. Ja, was ich da einem persönlich nur raten kann, ist, dass man tatsächlich vielleicht das Angebot an Wertschränken in Anspruch nimmt, aber dann darauf achtet, ja, diesen Schlüssel immer bei sich zu tragen und dass man vielleicht vorab überlegt, was man denn für Gegenstände mit ins Freibad nimmt, also wirklich nur das Nötigste. Die Frau Cindy Pesch, da haben wir sie ja schon mal. Das ist ja sehr schön. Guck mal, da haben wir schon mal einen Ausweis. Noch mal kurz für mich zum Verständnis, den Schlüssel haben wir gerade bei ihr aufgefunden, ne? Der war bei ihr, ja. Dann ist das ja erstmal nicht ungewöhnlich. Handy müssen wir dann gleich die Individualnummern prüfen. Darf ich das auch gerade mal geben? Ja, sicher nicht. Hier ist noch ein Schlüssel drin, der scheint aber laut Bild auch nicht unbedingt Ihnen zu gehören, aber schauen wir mal rein. Nein, das ist jetzt nicht meine. Oh, hier sind ja noch mehr. Die Jule, das hatten wir da eben, das sind Sie doch. Ja, genau, das war meine. Das sind Ihre Sachen. Genau, das sind Ihr Autoschlüssel, ne? Genau, richtig. Ja, Frau Pesch, was sagen Sie denn dazu, dass quasi die da ist noch ein Handy. Gehört das auch Ihnen? Das eins? Ja, das Handy gehört auch mir. Ja, wir haben es gut. Wollen Sie was dazu sagen, dass wir die Wertsachen quasi bei Ihnen im Schränkchen aufgefunden haben? Das ist doch kein Zufall. Nee, das würde ich jetzt auch mal mitmaßen. Der Ingo und ich, wir sind zusammen. Er ist mein Freund. Ach, echt? Und ich bin überrascht. Ach, echt? Ach, ich auch. Jubel, Jubel. Ja, freu. Ja, gut, jetzt. Bitte, ja. Sprechen Sie weiter. Der Ingo hat halt den Frauen im Schwimmbad die Spindschlüssel geklaut und hat anschließend Stress im Schwimmbad gemacht, damit alle abgelenkt waren. Somit hat er dann halt auch ein Alibi gehabt. Ja, und in der Zeit bin ich in die Kabine und habe die Spinde ausgeräumt. Haben Sie die ausgeräumt? Ja. Was für eine schön Taktik. Zusammen. Okay. Na toll, ne? Ja, in der Zeit, wo Sie weiß, vorne waren. Wollen Sie auch noch was zu sagen, Herr Roland? Nö, habe ich gar keinen Bock zu. Das Gaunerpärchen muss sich wegen besonders schweren Diebstahls vor Gericht verantworten.